So, wir beginnen heute direkt mit dem allerersten Kapitel, Römisch 1, Schlüsselkonzept Ableitung und mit der ersten Lektion dieses Kapitels, Römisch 1.1, Ableitung, Ableitungsfunktion. Das ist genauso wie auch in eurem Buch, so ist es sehr leicht zur Orientierung. Wir starten hier mit einem Beispiel, was nochmal verdeutlicht, was die Ableitung und die Ableitungsfunktion eigentlich sind. So, wir haben es hier schon mal vorbereitet. So, Beispiel 1. Wir haben hier ein Koordinatensystem schon mal vorbereitet. Was fehlt? Das ist euch sicher schon aufgefallen. Klar, die Beschriftung. Hier müssen wir noch x, die x-Achse beschriften und hier die y-Achse mit einem y. So, wir machen hier einfach eine Beispielfunktion mal rein. Ich zeichne sie mal. Und dabei ist es wichtig, ich zeichne sie freihand. Ihr könnt sie gleich später auch freihand einfach zeichnen. So, das ist jetzt unsere Funktion f von x. Wir machen auch eine Legende hin. Hier rechts. Unsere Funktion mit dem lustigen Pfeil. Den machen wir wieder weg. Das ist unsere Funktion f von x. Und jetzt überlegen wir nochmal, was war die Ableitung? Die Ableitung ist nichts anderes als die Steigung. Ganz wichtig, die Ableitung ist die Steigung. Das heißt, wir gehen mal zu einer bestimmten Stelle, zum Beispiel diese oder dieser Punkt hier. Ja. Das ist der Tiefpunkt der Funktion. Da ist die Steigung ganz klar 0. Das heißt, auch die Ableitung an dieser Stelle ist 0. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine andere Farbe mal nehme und die Ableitung einzeichnen will, das heißt, die Steigung an dieser x-Stelle ist 0, das ist der y-Wert ist 0, das heißt, ich kann hier an dieser x-Stelle bei y gleich 0 ein Kreuz machen. Dasselbe hier, hier habe ich einen Hochpunkt. Hochpunkt ist die Steigung, ist die Ableitung, auch ist 0. Das heißt, bei dieser x, bei diesem x-Wert ist y auch 0. So, jetzt müssen wir noch überlegen, was ist dazwischen und was ist hier links und rechts, das erklärt euch mal der Herr Tauber. So. Wir könnten jetzt das, was der Herr Fähnrich für diese beiden Punkte gemacht hat, auch für alle anderen Punkte machen. Das würde aber a sehr lange dauern und wäre hier auch ziemlich schwierig, da wir keine genauen Funktionswerte haben. Wir überlegen stattdessen einfach mal, wie sieht denn die Steigung in einzelnen Bereichen aus. Erster Bereich, links von diesem Punkt hier. Von hier oben an betrachtet, fällt die Funktion die ganze Zeit. Das heißt, ihre Werte werden immer kleiner bis hier unten. Das bedeutet, die Funktion hat in diesem Bereich eine negative Steigung. Die Werte liegen also alle irgendwo im negativen Bereich. Außerdem ist hier die Steigung noch relativ, beziehungsweise die negative Steigung ist hier relativ stark, sie fällt sehr schnell, während hier die negative Steigung immer flacher wird. Also sie fällt nur noch ganz langsam. Und das können wir hier folgendermaßen veranschaulichen. Wir haben zunächst große negative Werte, die dann immer mehr der 0 sich annähern und hier genau an dieser Stelle ist die Steigung 0. So, jetzt der Bereich zwischen den beiden Punkten. Hier ist die Steigung 0, hier ist die Steigung 0. Das heißt, den Wert haben wir ja schon. Was ist hier dazwischen? Naja, die Funktion nimmt die ganze Zeit zu. Wir haben also positive Werte. Und dazu, hier ist die Steigung sehr schwach. Sie wird hier immer stärker. Hier ist die Funktion am steilsten und wird dann wieder schwächer. Ja, das können wir einfach einzeichnen. Die Steigung ist 0. Die Steigung wird größer, die Steigung wird wieder kleiner und hier an dem Punkt ist die Steigung wieder 0. So, und das ist der dritte Bereich von hier ab. Von hier bis ganz da drüben fällt die Funktion die ganze Zeit. Zunächst nur sehr wenig, das heißt kleine negative Steigungswerte und dann immer stärker und damit wird auch die Steigung nach unten hin immer stärker. Das ist jetzt nicht super schön, aber wie gesagt, es ist eine Freihandzeichnung. Ihr sollt euch das auch angewöhnen, so gut als möglich. Auf Papier geht es auch ein bisschen besser als hier auf dem Computer. Und diese ganzen Werte zusammen bilden jetzt auch eine Funktion. Und diese Funktion, die alle Ableitungswerte zusammenfasst, das ist dann die Ableitungsfunktion f' von x. Und diese Funktion weist jedem x-Wert der Ursprungsfunktion ihre Steigung, in diesem Fall zum Beispiel in diesem Punkt hier, 0 zu. Genau. Und das benennen wir auch so, das hier ist die Ableitungsfunktion.
Und da es ein neuer Begriff ist, unterstreichen wir uns das orange. So, dieses Beispiel übernehmt ihr euch jetzt ins Heft. Pausiert hier kurz das Video und übernehmt das Ganze mal ins Heft. Dann kommen wir zu Beispiel 2. Wir kommen jetzt zu einer Aufgabe, die recht typisch ist und recht häufig vorkommt. Beispiel 2. Eine Funktion ist vorgegeben, f von x ist x². Und beschäftigen uns mit Aufgabe a. Bestimme die Steigung m an der Stelle x0 gleich 3. Also machen wir das mal. Wollen die Steigung m an der Stelle x0 gleich 3. Da brauchen wir erstmal die Ableitungsfunktion f' von x. Die können wir uns bilden. Das wissen wir noch aus Klasse 10, wie das geht. Und zwar mit der Potenzregel. Das ist einfach diese 2, wird nach vorne geholt. Dann haben wir 2 mal x. Und oben hier ist genau 1 weniger als die 2, also hier x hoch 1. Das brauchen wir gar nicht mehr schreiben, also 2 mal x einfach, also 2x. Das ist die Ableitungsfunktion. Jetzt wollen wir die Steigung an der genauen Stelle x0 gleich 3 haben. Also wir wollen haben f' an der Stelle 3. Das ist natürlich 2 mal 3 dann. 3 und das ist 6. Und das ist die Steigung, das heißt wir wissen hier m ist gleich 6. Und das ist schon das Ergebnis. Der Antwortsatz hier würde lauten, die Steigung m an der Stelle x0 gleich ist 6. Kommen wir zur Aufgabe b. An welcher Stelle x0 ist die Steigung m gleich minus 4? Schreiben wir es mal auf. M ist minus 4. Schön die Steigung, war ja die Ableitung. Also das war einfach f' von x. Die ist minus 4. Wir wissen f' von x, das ist nämlich 2x. Können wir wieder hinschreiben. Sehr gut, wenn ihr das wirklich hier schön untereinander schreibt. Das ist sehr übersichtlich. Macht das bitte auch so. Und jetzt können wir diese Gleichung einfach lösen. Wir teilen hier durch 2. Und dann kommen wir darauf, dass x minus 2 ist. Das können wir auch unterstreichen. Und unser Antwortsatz würde hier lauten, an der Stelle x gleich minus 2 ist die Steigung m gleich minus 4. So, der Herr Fähnrich hat euch gerade eben eine Möglichkeit vorgestellt, das Ganze zu lösen. Es gibt noch eine zweite, und zwar unter Zuhilfenahme des GTRs. Wir haben hier am Rechner eine Version des GTRs, die ungefähr der entspricht, den ihr auch habt. Das heißt, was wir euch hier am Rechner sozusagen zeigen, könnt ihr auf eurem GTR ganz genauso machen. Ich habe jetzt mal zwei Unterteilungen eingefügt, damit deutlich wird, es ist auch die Lösung für diese Aufgabe, aber eben ein alternativer Lösungsweg. So, zunächst mal zur A. Wir können die Funktion, um die es eigentlich geht, nämlich x², hier im GTR eingeben, und zwar im Graph-Menü. Wenn wir das auswählen, haben wir zum einen unser x² und unsere zugehörige Ableitungsfunktion, die wir hier schon bestimmt haben, müssen wir eigentlich gar nicht bestimmen. Vor allem später bei komplizierteren Funktionen geht es teilweise auch gar nicht oder wäre sehr aufwendig, sondern wir sagen dem GTR, dass er das machen soll. Dazu wählen wir hier Option und dort das Calculus-Menü und dann könnt ihr die Ableitung d nach dx über f1 auswählen. Wir haben dann y1, das ist die Funktion, die wir oben definiert haben, die abgeleitet werden soll und zwar nach x. Entschuldigung, da ich da einhake, es ist ganz wichtig, dass ihr da nicht das x von da oben nimmt, zeig mal gerade drauf. Genau, nicht, also nicht dieses x. Nicht f5 drücken, sonst geht das nicht und es zeigt einen Error an. Sondern dieses x hier unten, das ihr auch ganz normal nehmt, dann funktioniert das Ganze. Wir zeigen es mal ganz kurz, das x hier oben sieht auch ein bisschen anders aus. Also wenn so ein x kommt, wo hier in den Ecken ein bisschen anders ist, dann habt ihr das Falsche ausgewählt. Wenn ihr es so macht, dann funktioniert das Ganze. So, jetzt ist es so, dass es uns ja eigentlich nur um die Ableitungsfunktion geht. Jetzt würden beide gezeichnet, das erkennt ihr daran, dass beide ist-Gleichzeichen hier so dunkel unterlegt sind. Wir wählen jetzt hier oben mit Select F1 diese Funktion ab. Damit wird nur die Ableitungsfunktion hier gezeichnet. So, im Draw-Menü, oft ist es so, dass jetzt hier nur ein sehr kleiner Bereich angezeigt wird. Wenn ihr über V-Window F3 und nochmal F3 geht, wird automatisch ein Bereich von minus 10 bis 10 gemacht, in dem meistens schon sehr viel mehr dargestellt werden kann. So,
Jetzt stellen wir die Funktion nochmal dar und wir suchen die Lösung. Also wir suchen die Steigung m an der Stelle x0 gleich 3. Das heißt, wir können einfach an die Stelle x gleich 3 springen über f1 trace. Dann taucht hier unten diese beiden Möglichkeiten auf und wir geben 3 ein, enter x value 3. Und wenn wir jetzt mit exe bestätigen, bekommen wir direkt y gleich 6 als Lösung. So, wenn ihr das Ganze über den GTR macht, wäre hier wichtig, dass nicht einfach nur irgendwie jetzt 3 oder so dran steht, sondern dass ihr sauber hinschreibt, okay, ich habe das Ganze, jetzt passiert mir der gleiche Fehler wie vorhin schon bei dem Herrn Fähnrich, ich bin noch... Ist aber gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm, passiert einem andauernd. So. Und zwar, dass ihr dort wirklich angibt, okay, ich habe das Ganze mit dem GTR bestimmt und bei dieser Berechnung mit dem GTR habe ich herausbekommen, dass meine gesuchte Steigung m gleich 6 wäre, nämlich der Wert von der Funktion, von der Ableitungsfunktion an dieser Stelle x gleich 3. So, das ist die eine Möglichkeit. Jetzt geht es darum, die b zu lösen. Und zwar suchen wir dieses Mal nicht den Ableitungswert für ein bestimmtes x0, sondern wir suchen das x0, an dem die Ableitung minus 4 ist. Das Ganze funktioniert jetzt über das Gsolve-Menü. Mit F5 bekommt ihr das. Dann müssen wir noch eins weiter rüber, und zwar xcall. Damit können wir sozusagen ein bestimmtes x suchen, und zwar zum y-Wert. Hier der für uns bekannte Wert der Ableitungsfunktion, nämlich minus 4. Und dann geben wir das ein und bekommen direkt den x-Wert minus 2 angezeigt, der genau dem hier unten auch entspricht. Und dann können wir uns das Ganze notieren. Hier vielleicht auch ein bisschen ausführlicher, nämlich wir schreiben uns hin, f' von x gleich minus 4. Und mit Hilfe des GTRs bekommen wir raus, dass das zugehörige x minus 2 ist. Und auch hier unterstreichen wir unsere beiden Ergebnisse. Gut, wunderbar an dieser Stelle auch. Notiert euch das ins Heft. Auch die GTR-Lösung am besten so nebendran, dass ihr die auch habt. Und natürlich die vorige, falls ihr die jetzt noch nicht notiert habt, damit ihr es so auch komplett im Heft habt. Und dann kommen wir zur Regel. Ich lese ihn einfach mal vor. Die Ableitung an einer Stelle x0 ist die Steigung der Funktion f an dieser Stelle. Es gilt, m ist gleich f' von x0. Die Ableitungsfunktion f' von x ordnet jeder Stelle x0 ihre Ableitung zu. Diesen Merksatz notiert ihr jetzt auch ins Heft. Normalerweise kommt hier im Video immer unser dritter Teil, wo es um Aufgaben geht, die ihr selber rechnet. Aber da ihr dieses Video jetzt direkt im Unterricht seht, übergeben wir einfach mal direkt an unsere realen Pendants, die hier rechts oder links von diesem Video stehen, also direkt zu Herr Thein und Herr Fähnrich live.